Hallo, Evangelisation in Zeiten von Pandemie und Digitalisierung. Corona-Massnahmen haben in den letzten Monaten uns schwer gemacht, das Gemeindeleben richtig zu leben und ganz besonders die Evangelisation. Wir haben immer wieder Anlässe verschieben und nochmal verschieben oder sogar absagen. Mit den Online-Live-Treffen kannst du das Evangelium von Jesus direkt zu deinen Freunden und Nachbarn in die Stube bringen. Und das Ganze ohne jegliche Ansteckungsgefahr. Deine Gemeinde oder deine Kleingruppe kann sich in so ein Live-Seminar mit einklicken, das von Live Schweiz durchgeführt wird. Als Christliches Zentrum Schweiz haben wir im 2020 zweimal so ein Online-Live durchgeführt. Und wir dürfen erleben, wie Suchende erste Schritte machen, erste geistliche Schritte gehen. Ich denke an einen geschiedenen Mann, der am vierten Abend das Übergabegebet an Jesus so verinnerlicht hat, ihm so begeistert hat, dass er dann an Weihnachten seiner ganzen ungläubigen Familie das Gebet als Geschenk verschickt hat. Oder ich denke an einen anderen Mann, der streng katholisch aufgewachsen ist. Er hat am Ende vom Kurs gesagt, wie kann ich bei euch in der Kirche Mitglied werden? Ja, soll ich dir den Mitgliederbeitrag bar zahlen oder gerade überweisen auf die Bank? Ich habe gesagt, dann müssen wir noch reden miteinander. Oder ich denke an eine Frau, die viele Verletzungen hatte und Schmerzen in ihrem Leben. Die an diesen 5 Abenden teilgenommen hat. Und sie hat dann jeden Abend gesagt, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Aber trotzdem hat sie 5-mal das gute Evangelium dürfen hören und wir glauben, dass die Geschichte mit ihr noch nicht fertig ist. Online-Live-Seminar dient der Gemeinde. Wenn es euch vielleicht nicht möglich ist, selber so ein Live-Seminar durchzuführen, kannst du deine Gemeinde, deine Kleingruppe, Begleitpersonen dafür anmelden. Online-Live-Seminar geht es um 5 Abende. In diesen 5 Themen, wie kann ich glücklich werden? Warum lässt Gott das zu? Was ist der Sinn vom Leben? Das Geschenk Gottes entdecken. In neuen Dimensionen leben. Diese 5 Themen haben sich bewährt in der Evangelisation. Und werden auf eine zeitgemäße Art und Weise weitergeben. Der zeitliche Ablauf von so einem Online-Live-Treffen sieht so aus. Es findet eine Begrüßung statt mit einem Eisbrecher. Es gibt ein Referat zum Thema. Und es gibt ein Zeugnis, einen Erlebnisbericht. Das Ganze dauert etwa 45 Minuten. Und dann kannst du dich im Zoom mit deiner Gruppe treffen, mit deinen Freunden und man bespricht zu Fragen das Thema nochmal etwa 30 Minuten. Es gibt 4 einfache Planungsschritte, um so ein Online-Live durchzuführen. Erster Schritt, vermittle rechtzeitig die Vision und die Informationen. Jesus ist innerlich berührt von der Not der Menschen. Es fängt alles damit an, dass wir innerlich ergriffen sind von der Not der Menschen, von unserer Gesellschaft. Zweitens, bereite deine Gruppe mittels Online-Live-Training vor. Du kannst dich online und deine Gruppe auf die Treffen vorbereiten. Und drittens, Bett für deine Gäste und das kommende Online-Live-Treffen. Es fängt alles im Gebet an. Live-Treffen, wo gebetet wird dafür, die finden ganz anders statt. Die gelingen ganz anders. Und vierter Schritt, melde dich
für ein Vorbereitungstreffen und online live an. Im Vorbereitungstreffen lernst du andere Begleitpersonen und Kleingruppenleiter kennen. Und als Live-Team Schweiz. Du kannst mit ihnen austauschen und deine Fragen stellen. Die nächste Online Live findet statt im Mai und im August. Natürlich kannst du als Online Live selber durchführen und die Vorträge selber halten oder sie per Video einspielen. Auch da helfen wir dir gerne dafür. Weitere Hilfe findest du auf unserer Homepage liveseminar.ch. Nutz die Chance für dich und deine Gemeinde. Lass uns auf allen Kanälen das Evangelium weitergeben. Lass uns von nichts abhalten, die gute Botschaft weiterzugeben.